Der Alte, später hat er Kopfschmerzen, sucht seine Tabletten, ist nichts mehr da. Shit. In Ordnung, das sollte reichen. Kommen Sie mit, ich bringe Sie nach draußen. Na gut, gucken, wie lange ich schon aufnehme. Okay. Eigentlich schon recht lange. Deswegen speichern wir hier mal. Speichern! Ihr seht, ich habe fast 2000 Speicherstände und das werde ich einfach alles... wow. Das gehört der Vergangenheit an. Ich lösche die ganze Scheiße mal. Und dieser hier ist unser Überspeicherspielstand. Aber ich wäre nicht Killer, wenn ich nicht jeden zweiten Spielstand noch hätte, mit dem ich hantiere. Man muss immer zwei haben. Und den dritten, der automatische Spielstand ist auch noch mit dabei. So. Ja. Hab ich kein Ding? Egal, wir müssen noch ein bisschen was klauen. Das machen wir jetzt noch. Sunset Aspirelle! Alles mitnehmen. Kacke, ich habe halt noch keinen Pip-Boy. Das ist blöd ohne Licht und so. Ach, vielleicht gibt er mir gleich noch was da, Jockel. Hello? Hier, das gehört Ihnen. Das war alles, was Sie bei Ihrer Einlieferung dabei hatten. Habe mir erlaubt, einen Blick auf die Notiz zu werfen. Hätte ja Hinweise auf Angehörige geben können. Da stand aber nur was von einem Platin-Chip. Wenn Sie wieder nach draußen gehen, sollten Sie das hier haben. Man nennt es einen Pip-Boy. Ich wuchs in einer dieser Walls auf, die Sie vor dem Krieg bauten. Wir bekamen alle so einen. Mir nutzt er jetzt nicht mehr viel. Aber nach allem, was Sie durchgemacht haben, möchten Sie ihn vielleicht. Ich kenne das Gefühl von Verlusten. Und ziehen Sie das hier an, damit die Leute Sie nicht wegen mangelnder Sittsamkeit aufs Korn nehmen. War sowieso nie ganz mein Stil. Danke, dass Sie mich zusammengepflegt haben, Doc. Sie hätten mein Zeug nicht durchsuchen sollen. Und was mache ich jetzt? Keine Ursache. Dafür bin ich ja hier. Bevor Sie die Stadt verlassen, sollten Sie mit Sunny Smiles reden. Sie kann Ihnen beibringen, wie man die Wüste meistert. Sie ist sicher im Saloon. Einige andere Leute im Saloon können Ihnen vielleicht auch helfen. Und der Metallbursche Victor, der Sie aus dem Grab gezogen hat. Sollten Sie da draußen verletzt werden, dann kommen Sie einfach zurück. Ich werde Sie wieder in Form bringen. Aber versuchen Sie nicht noch einmal getötet zu werden. Fallout New Vegas kann auch im neuen Hardcore-Modus gespielt werden, der eine sehr viel größere Herausforderung darstellt. In diesem Modus setzt die Wirkung von Stimpaks erst nach und nach ein und man kann damit keine verkrüppelten Körperteile heilen. Radaway entfernt Rats auch erst nach und nach. Munition hat ein Gewicht und die Dehydration ist eine ständige Bedrohung. Dieser Modus wird nur erfahrenen Spielern empfohlen. Der Hardcore-Modus kann jederzeit im Gameplay an- und aus... Wenn er jetzt aktiviert wird und bis zum Ende der Hauptgeschichte aktiviert bleibt, dann erhalten sie eine zusätzliche Belohnung. Klar, spielen wir mit Hardcore-Modus. Bin ich behindert, hallo? So. Look at this Pip-Boy! It's so amazing! Look at this! Ja, aber das lese ich jetzt nicht vor, weil ich kenne mich da schon aus im Pip. Im Pip. Ich habe lange Zeit im Pip-Boy gearbeitet. Okay, also, Taschenlampe. Meine Taschenlampe brennt dir gleich die Augen aus. Guck mal, ein Ophthalmoskop, das habe ich geklaut, du Sau. Alter, 20 von Wert, Kränkel. Alles klauen, was man verkaufen könnte, aber es darf jetzt nicht so abgeranzt sein. I need a Reaper Earring. 25. Achso, ich wollte ja vorlesen. Diese 9mm Maschinenpistole ist kaputt, aber ihre Funktionstüchtigkeit kann vielleicht wiederhergestellt werden. Ich brauche mindestens 25 im Repariere. Kochplatte, bumm, alles mitnehmen. Also wie wird das? Es scheint ausreichend chemische Komponenten zu geben, um eine kleine Menge Medikamente herzustellen, sofern man die entsprechenden Kenntnisse hat. Wissenschaft von mindestens 25 erforderlich. Ein paar, ja, Stimpaks herstellen. Oh yeah! Okay. Zum Glück bin ich so ein harter Wissenschaftler. Medex. Gut Paket. Ich muss vor allem viel... Ich habe noch nie im Hardcore-Modus gespielt, das ist jetzt das erste Mal. Ich habe kurz überlegt, aber hey, für euch mache ich das doch sowas von. Nein. I just wanted to duck me. Okay, ich kann mich noch nicht ducken. Baseballhandschuhe nehme ich auch mit, klar. Alter Mann, was machst du hier in dem Haus?
Hallo? Naja, also Bücher von nur einem Wert. Das ist schon ganz schön wenig. Das ist schon ganz schön wenig. Sack. Alter Sack. Kronkorken. Sunset Sarsaparilla. Nie im Leben, kleiner Killer. Klick, klick. Oh, ein Messer. Ja, geil. Ja, geil. Ah, Patronen wiegen jetzt ja was. Naja, egal. Ich bin echt... Ja, das ist ein Kürbissamen. Hallo? I need this, because I need this. Aber wo sehe ich die Dehydration? An welchem Sticker? Leichte Lederrüstung. Bumm. Wir haben ja schon ein bisschen was. Wir haben diese robuste Karawanenflinte, weil ich eben dieses Extra mir gekauft habe damals. Ja, ist doch gut, ist doch gut. I know it, because I know it. Hier. Wildes Ödland. Und gutmütig. Dietrich. Aber wo sehe ich jetzt... Wo sehe ich denn jetzt meine, hier irgendwo, oder? Nein? Ich dachte, ich sehe jetzt irgendwo, ob ich verdehydriere gerade. Ob ich verdehydriere. Hier, Zustand. Okay. Ist das die Dehydration? Dur? Hun? Also Müdigkeit, Hunger, Durst. Ja, Dur, das ist ja auf Deutsch. Kurz überlegt. Ja, ich habe schon etwas Durst. Ich bin schon auf der Durstskala etwas gestiegen. Jetzt trinken wir mal kurz was, um zu gucken, wie das, ne? Ah, wir lesen noch kurz den modernen Arzt. Moment, bringt das nur zeitlich was? Zeitweise? Ich bin so ein dumm Dödel. Egal. Schmutziges Wasser. Wollen wir mal gucken, ne? Wo war das jetzt? Hier. Ja. Okay, also ich muss echt immer schön was trinken, damit ich nicht verdurste. Schmutziges Wasser hat nachgelassen. Oh, kacke. It can't be. Stange Zigaretten, voll viel wert und so. Zigaretten werden immer viel wert sein, ne? Das ist echt krass. Er folgt mir. Ich schätze, dass Sie nach der langen Bettruhe dringend raus wollen. Aber wenn Sie noch Fragen haben, antworte ich so gut es geht. Ich bin verletzt und brauche medizinische Hilfe. Ich brauche medizinisches Material. Können Sie mich von der Verstrahlung befreien? Verschreiben Ärzte normalerweise nicht Medikamente zur Nachsorge? Natürlich. Sie haben einiges durchgemacht. Es ist nicht viel, aber das kann helfen, wenn der Schmerz zurückkommt. Ka-ching! Wissen Sie etwas über den Mann, der auf mich geschossen hat? Ich habe ihn oder seine Begleiter nicht gesehen. Sie können sich aber in der Stadt umhören. Vielleicht hat ja jemand gesehen, wohin Sie sind. Am besten versuchen Sie Ihr Glück mal bei Trudy im Saloon die Straße rauf. Wenn jemand etwas gesehen hat, dann weiß sie davon. Trudy? Wer hat mich gerettet? Das war Victor. Ein seltsamer Bursche. Und das nicht nur, weil er ein Roboter ist. Mehr kann ich über ihn aber auch nicht sagen. Er ist wirklich freundlich. Verstehen Sie das nicht falsch, aber irgendwie hat man das Gefühl, dass da noch mehr dahinter steckt. Er lebt recht zurückgezogen. Wenn Sie mehr über ihn erfahren möchten, müssen Sie ihn selbst fragen. Er hat eine Hütte am Südrand der Stadt. Kurze Frage, ich wollte die Folgen zwischen 10 und 13 Minuten halten. Was gefällt euch besser? Ich werde diese erste Folge, ich bin ja schon mit der zweiten und der dritten. Die erste Folge werde ich in 13 Minuten Länge machen, die zweite in 10 Minuten, dann könnt ihr abstimmen. Also könnt ihr sagen, was euch besser gefällt. Was ist das hier für eine Stadt? Das hier ist Good Springs, benannt nach dem Wasser, das wir die Straße runter im Südosten finden. Der Platz wird auch Good Springs Quelle genannt. Es ist eine ruhige Stadt und das mögen wir so. Wir suchen keine Ärger. Manchmal will er uns aber unbedingt finden. Immer dieser Ärger. Ah. Oh, Sprache. Ich habe starke Schmerzen, Doc. Haben Sie noch was? Ich muss ihn einfach abknüpfen. Ich muss ihm alles abknüpfen. Ich raube sein Haus aus und will seine ganzen Scheißmedikamente. Natürlich. Sie haben einiges durchgemacht. Es ist nicht viel, aber das kann helfen, wenn der Schmerz zurückkommt. Der Alte. Später hat er Kopfschmerzen, sucht seine Tabletten, und nichts ist mehr da. Shit. Erzählen Sie mir von sich, Doc. Wie schon gesagt, stamme ich aus einer Vault. Danach war ich eine Zeit lang reisender Arzt. Schien damals eine gute Idee zu sein.
Die meisten Leute hier draußen sind nicht sehr gebildet und Leute mit medizinischen Kenntnissen sind selten. Mit meinem Wissen konnte ich vielen Leuten helfen und das war für mich in Ordnung. Schließlich ging ich wieder zurück und heiratete meine Jugendliebe. Und das war das Ende meiner Reisejahre. Vermisse diese Zeit absolut nicht. Findet ihr es in Ordnung, wenn ich alles vorlese und die Leute immer zu Ende sprechen lasse? Oder soll ich es einfach für mich schnell lesen und zack, alles durchklicken? Es würde schneller gehen, aber dann geht natürlich der ganze Charme verloren. Ja, das war's jetzt. Sie sagten vorhin, man habe mir Ihnen etwas weggenommen. Nun, das sind wir doch alle, oder? Das war vor langer Zeit. Ich denke nicht mehr viel darüber nach. Was können Sie mir sonst noch über Good Springs erzählen? Ein Stück die Straße hoch gibt es einen Gemischtwarenladen, der Chet gehört. Er hat zwar keine Spezialitäten, deckt aber den Grundbedarf. Wenn Sie Ihre Kehle anfeuchten wollen, finden Sie kurz hinter Chet den Prospector Saloon. Trudy, hinter der Theke, kennt wirklich jeden in der Stadt. Ansonsten gibt es hier nicht viel zu sehen, außer Leuten, die sich durchs Leben kämpfen. Können Sie mir noch mal was über... Naja, also irgendwann reicht's, ne? Oder mal gucken, was er jetzt antwortet, komm. Ein Stück die Straße hoch. Wenn Sie... Ansonsten... Das muss ich jetzt... Also wenn was doppelt kommt, werde ich natürlich vorspulen, alles klar. Auf Wiedersehen! Schön vorsichtig jetzt. Ich mach das Haus ja noch... Ich werde das Haus noch zu Ende ausrauben. Ich werde ihn noch... Ich werde ihm helfen, seinen Unrat zu beseitigen. Weil ich bin einfach... Also ich finde es schuldig ihm schon... dass ich einfach alles mitnehme, was nicht nied- und nagelfest ist, weil jeder kennt es. Ja, das kennt ja jeder, oder? Das Problem, das... Ne? Meins. Gehört mir. Stützbandagen. Wie oft war ich schon in der Wüste und dachte mir, ach, jetzt eine Stützbandage wäre echt edel. Wow, der moderne Arzt hat nachgelassen. Shit. Ich bin kein moderner Arzt mehr. Jetzt bin ich ein altbackener Arzt. Shit. Kurz nochmal, ich muss mich kurz orientieren. Okay. Da habe ich gerade geschwätzt mit dem Juckel. Erstmal Kacke gehe. Hallo. Ich will aus der Toilette trinken, bitte. Achso, ja, ich sollte was trinken. Oder wie sieht's mit dem Verdurst? 37 Durst schon. Ja, da kenne ich nichts. Ich finde, die Durstanzeige sollte jetzt auch irgendwo stehen, weil... Immer nachgucken ist total behämmert. Egal. Ich werde bestimmt irgendwas merken, wenn ich wirklich am Verdursten bin. Ach, krass, die Sachen wiegen halt so viel und sind dann so wenig wert. Das ist dann natürlich seine Sache. Oh. Oh yeah, Zündflamme. Gut. Essen. Besen. Putzmittel. He's just a dancer. Wiggle, wiggle. Dance with me, old man. Oh nein, er hat einen Schlaganfall. No! Danke für deine scheiß Hefe, bis dann. Ja, hab ich alles schon genommen, gell? Ja. Also, dann werde ich jetzt hier erstmal ein Päuschen machen und auch mal speichern natürlich. Man nimmt einfach immer den unteren Speicherstand, speichert und dann nimmt man den nächsten unteren Speicherstand, denn der andere wird dann nachher Stufe 1 Gammler. Wollt ihr mich verfickt nochmal verarschen? Ich will, wenn dann, eine Stufe 2 Gammler sein. Okay, gut. Also dann vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Noch eine kleine Frage hier am Schluss. Soll ich gucken, dass ich immer urzeitmäßig alle 10 Minuten einfach immer so sage, hey Leute, bis zum nächsten Mal, wollt ihr jedes Mal eine Tschüss hören? Bei diesem Langzeitding, oder ist es euch wurscht, ob die An- und Abmoderation fehlt? Weil das ist für mich einfacher, einfach am Stück aufzunehmen und dann da. Ich werde dann natürlich schon das Intro noch machen und jedes Mal ein Outro. Dieses, ich kann einfach ins Outro, soll ich auch eine Abmoderation, sollte ich noch einfügen? Ja. Okay. Hallo. Bis zum nächsten Mal, gell? Ciao.